Hallo Herr Haseloff, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Unser Thema in dieser Sendung ist Zuwanderung und deshalb ist gleich die erste Frage, wie wichtig ist Zuwanderung für Sachsen-Anhalt? Mitteldeutschland und das heutige Sachsen-Anhalt waren immer darauf angewiesen, dass Menschen hergekommen sind und zugewandert sind. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg kamen viele Hunderttausend, ja Millionen Menschen in unsere Regionen und das ist eine Erfahrung, die wir haben, auf der wir aufbauen können, wenn es darum geht, Menschen zu helfen, die in gleicher Situation sind wie während und nach dem Krieg. Das heißt also, dass wir Solidarität üben und dass wir zeigen, dass es jeden einmal auf dieser Welt treffen kann. Auf der anderen Seite haben wir seit der Wiedervereinigung eine Bevölkerungsentwicklung genommen, die geradezu hervorruft, dass wir über dieses Thema diskutieren. Denn die Bevölkerung hat von 2,9 Millionen auf jetzt nicht ganz 2,2 Millionen Menschen abgenommen. Das heißt, wir haben rund ein Viertel der Menschen in andere Länder weggehen sehen. Und demzufolge brauchen wir zur Stabilisierung unserer eigenen Bevölkerung auf jeden Fall Zuwanderung. Deswegen müssen wir offensiv darüber diskutieren. Sie haben aber auch mal gesagt, dass die, die nach Sachsen-Anhalt kommen und keinen Rechtsanspruch auf Asyl haben, dass die wieder in ihr Heimatland zurückkehren müssen. Warum können die nicht bleiben, die schon mal da sind? Das ist genau das Thema, dass wir trennen müssen zwischen Zuwanderung und auch einem Zuwanderungsrecht, was man auch weiterentwickeln kann, auch auf unsere regionalen Bedürfnisse abstellen kann. Das heißt, dass man genau sagt, also anders als vielleicht in Bayern, ist bei uns die Bevölkerungsentwicklung so, dass wir gesteuert Personen einladen und bitten, hier zu bleiben und ihre Familien hier auch zu planen und ihre Familienentwicklung entsprechend auch mit uns gemeinsam vornehmen. Und das andere ist das Asylrecht. Das heißt, im Grundgesetz steht ganz klar drin, dass diejenigen, die einen Asylgrund haben, das heißt eine Heimat oder die Sicherheit für ihr Leib und Leben verloren haben, für sich und für ihre Familien, dass die bei uns Hilfe erfahren und auch Obdach erfahren. Und wenn diese Gründe natürlich nicht da sind, das kommt ja auch vor, muss natürlich das geltende Recht angewendet werden. Ein Rechtsstaat wird daran gemessen, dass er seine eigenen Gesetze einhält. Und deswegen muss man sehen, dass man diese beiden Komplexe nicht miteinander vermischt. Trotzdem gibt es dort Schnittmengen, dort entsprechende Probleme, die sowohl als auch sein können durch zum Beispiel langjährige Asylverfahren, kann es sein, dass man auch nicht nur über Härtefallentscheidungen, sondern auch grundsätzlich entscheiden könnte, die sollen besser hierbleiben, weil Kinder hier geboren sind, sie die Sprache hier sprechen und gar keine Rückkehrmöglichkeit mehr ohne Verwerfungen, ohne Probleme in ihre Ursprungsregionen denkbar ist. Und das ist, denke ich mal, der Punkt, dass wir zwar im Rahmen unserer Gesetze jetzt handeln müssen, aber darüber nachdenken, wie wir auch Gesetze fortschreiben. Wie wollen Sie denn die Menschen in Sachsen-Anhalt für Zuwanderung gewinnen oder für das Thema sogar begeistern? Indem wir einfach gute Beispiele zeigen und auch Projekte präsentieren, wo das gut funktioniert hat. Wir haben schon viele Jahrzehnte auch Ausländer bei uns. Früher sind sie zu DDR-Zeiten aus Vietnam gekommen oder aus anderen Ländern. Die leben schon seit Jahrzehnten bei uns. Die haben ihre Kinder hier. Die sind oftmals sogar die Besten in der Schule. Also wir haben ja gute Erfahrungen. Aber auch in den letzten Jahren und letzten 20, 25 Jahren sind Menschen zu uns gekommen, die hier ihre Heimat gefunden haben. Und die sollte man einfach erzählen lassen. Man sollte auch über Integrationsprojekte reden, auch über Hürden reden, zum Beispiel die sprachlichen Hürden, dass wir also Sprachlehrgänge anders vielleicht und besser und schneller organisieren. All das ist, denke ich mal, durchaus benennbar und auch organisierbar, dass man das der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt aufschließt. Sie werben für ein gemeinsames Leben von Einheimischen mit Flüchtlingen. Wie soll das genau aussehen? Das findet schon an vielen, vielen Orten in Sachsen-Anhalt statt. Und wir haben über 60% aller Flüchtlinge dezentral untergebracht. Das heißt also ganz normal in den Kommunen, mitten in den Wohngebieten oder in einzelnen Häusern, wo sie mit Nachbarn friedlich miteinander umgehen und auch leben können. Das heißt, wir haben viele, viele Dutzende Beispiele, wo das gut funktioniert. Und deswegen ist das auch unsere Marschrichtung, dass wir sagen, dezentrale Unterbringung, auch vor allen Dingen für Familien, ist das Beste. Und deswegen organisieren wir auch möglichst, dass wir auch zu diesen Unterbringungsmöglichkeiten kommen.
Sie haben zum Beispiel auch vorgeschlagen, dass Rentner Patenschaften für Flüchtlinge übernehmen und dann denen im Alltag helfen, Zeit widmen. Was erwarten Sie denn zum Beispiel von uns Studenten, was wir für Flüchtlinge tun? Es kommen ja auch junge Menschen, nicht nur Familien oder Ältere, sondern es kommen ja auch junge Menschen, die zum Beispiel sich orientieren wollen, was sie hier bei einer Aufenthaltsmöglichkeit an Ausbildungsmöglichkeiten haben oder Studienmöglichkeiten haben. Aber das Entscheidende ist, dass man auch kulturellen Transfer organisiert. Das heißt, dass man sich auch die Kulturen gegenseitig zeigt und aufschließt und dafür sorgt, dass man wiederum auch als Studentin und Student als Multiplikator wirkt in die eigenen Familien, in die eigenen Wohnbereiche hinein. Und vielleicht auch noch eine ganz wichtige Geschichte. Wir können in Deutschland generell gar nicht so viel sprachkompetente Menschen beistellen, um alle diese Integrationsaufgaben zu lösen. Der Arbeitsmarkt, wie man so schön sagt, ist lehrgefähigt. Es gibt keinen Deutschlehrer mehr, der nicht irgendwo von einer Kommune oder von einer Schule oder von einem Integrationsprojekt eingestellt wurde. Und da Studenten im Allgemeinen über gute Sprachkompetenzen auch mehrsprachig verfügen, wäre das genau ein richtiges Einsatzgebiet. Was ist Ihnen denn so eine gelungene Zuwanderung wert? Wie viel wollen Sie sich das kosten lassen? Wir sind gerade dabei, einen Nachtragshaushalt aufzustellen, in dem wir viele, viele Millionen zusätzlich zur Verfügung stellen, um eine schnelle und komplikationsfreie Integration und Unterbringung der Flüchtlinge zu organisieren. Das heißt, wir werden sehr viel Geld auch nochmal zusätzlich zu dem, was wir schon eingeplant haben, einsetzen, damit es funktioniert. Aber nicht alles ist mit Geld machbar. Denn wir brauchen auch die menschliche Zuwendung und auch die kulturelle Öffnung für uns, aber auch natürlich das Einfordern, dass die, die zu uns kommen, auch unsere grundsätzlichen Werte akzeptieren, damit eine Gesellschaft funktioniert. Das Grundgesetz gilt für alle, auch für die, die hierher kommen. Vielleicht zum Schluss noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Wer lebt denn 2025 in Sachsen-Anhalt und wie ist das Zusammenleben? Erstens sind wir froh, dass die Bevölkerungsentwicklung sich besser darstellt als noch vor Jahren prognostiziert. Wir sind immer davon ausgegangen, dass 2025 wir noch 1,9 Millionen Menschen sein werden. Heute sind wir sicher, dass wir deutlich über 2 Millionen sind. Aber es sind zu wenig, denn wir haben ja mal ursprünglich 2,9 Millionen Einwohner gehabt. Und ich könnte mir vorstellen, dass durch ein fortgeschriebenes Zuwanderungsrecht, aber auch durch ein schnelles Integrieren von Flüchtlingen aus Syrien, aus dem Irak, aber auch aus anderen Ländern, wir zu einer Einwohnerschaft und Bevölkerung kommen, die noch weltoffener dadurch auch wird, dass sie eben auch die Integrationsprojekte gut realisiert hat und dass wir einfach bunter geworden sind, aber immer auf der Basis dessen, dass wir ein Grundgesetz haben und alle, die sich auch diesen Werten des Grundgesetzes verpflichtet fühlen, die sind hier herzlich willkommen und haben auch eine Chance, nicht nur eine neue Heimat zu finden, sondern auch als ganz normaler Mitbürger und eine Mitbürgerin auch mit uns gemeinsam zu leben. Dankeschön für das Gespräch.